In diesem Video bespreche ich aktiv und vorgangspassiv und zustandspassiv in der Zeitform des Futur, also der Zukunft. Es geht um zukünftige Ereignisse. Schauen wir uns gleich das erste Beispiel an. Aus Richard anmalen Wand wird im Aktiv Richard wird die Wand anmalen. Ein zweiteiliges Prädikat. Vorgangspassiv wird gebildet aus dem Akkusativ wird das Nominativ, am Artikel ändert sich hier nichts, die Wand. Das Prädikat ist dreiteilig, wird angemalt werden. Hilfsverb werden, erster Teil, Partizip 2 und Abschluss mit dem Infinitiv von werden, also mit der Nennform. Jetzt fehlt noch, von wem die Wand angemalt wird, von ihm oder von Richard. Hier ist folgender Sachverhalt festzustellen, aus dem Subjekt wird die Vorwortergänzung im dritten Fall. Kommen wir noch zum Zustandspassiv. Hinsichtlich der Bildung, die Wand wird angemalt sein. Zwei Unterschiede zum Vorgangspassiv. Einerseits fällt der Agens völlig und der dritte Teil der Bildung wird nicht mit dem Infinitiv von werden, sondern mit dem Infinitiv von sein durchgeführt. Hinsichtlich der Wertigkeit ist es so, dass beim Vorgangspassiv nur die Handlung im Vordergrund ist, dass die Wand angemalt wird und im Zustandspassiv sogar nur das Ergebnis. Schauen wir uns das Beispiel mit dem Hund, Weizen und Briefträger an. Hier lautet die Form im Aktiv, der Hund wird den Briefträger beißen. Hier wiederum das zweiteilige Prädikat. Vorgangspassiv wird gebildet aus dem Briefträger, wird der Briefträger, also aus dem Akkusativ wird ein Nominativ. Prädikat wieder dreiteilig, wird gebissen werden. Dann müssen wir noch sagen, von wem? Vom Hund. Dann haben wir die Form des Zustandspassivs. Der Briefträger wird gebissen sein. Auch hier wieder deutlich die zwei Unterschiede festzustellen gegenüber dem Vorgangspassiv. Es fehlt der Hund, also der Täter, der Agens. Und der dritte Teil der Bildung ist nicht mit dem Infinitiv von werden, sondern mit dem Infinitiv von sein. Noch zwei weitere Beispiele. Zuerst eine Form mit dem Pluralam im Objekt. Handwerker bauen Hütten. Hier lautet die Aktivform, die Handwerker werden die Hütten bauen. Wenn wir das im Vorgangspassiv bilden, ändert sich bei Hütten nichts. Es ist zwar ein anderer Fall, aber aus dem vierten wieder der erste, aber der Artikel bleibt in der Mehrzahl gleich. Die Bildung des Prädikats ist wieder dreiteilig. Die Hütten werden gebaut werden. Hier sehen wir, dass das Hilfsverb werden und das Infinitiv gleich gebildet werden. Und im Vorgangspassiv ist ja die Handlung im Vordergrund, dass die Hütten gebaut werden. Von wem ist hier nicht so wichtig. Trotzdem führen wir es hier noch an. Die Hütten werden von ihnen, also von den Handwerker, gebaut werden. Während die Form im Zustandspassiv lautet, die Hütten werden gebaut sein. Hier sieht man, die Handwerker sind völlig verschwunden und in hinsichtlich der Bildung wieder mit dem Infinitiv von sein am Ende. Dann noch ein Beispiel mit wir fällen den Baum. Hier lautet die Aktivform, wir werden den Baum fällen, ein zweiteiliges Prädikat. Aus dem Baum, der Akkusativergänzung wird im Vorgangspassiv der Baum, wird gefällt werden, lautet das Prädikat, und von uns die Bildung vom Subjekt in die Vorwortergänzung in den dritten Fall. Auch hier wieder der Unterschied deutlich zum
Zustandspassiv, der Baum wird gefällt sein. Das war ein kurzer Überblick über die Bildung der Zukunft, des Futur in Aktiv, Vorgangspassiv und Zustandspassiv. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Bis bald hier wieder auf diesem Kanal.